I guess many of you are using PGP here. If you do, raise your hand. Good hackers. So, if you want an introduction to someone new, also, wenn ihr eine Einleitung zu jemandem Neuen habt, wo jemand anderes einen Schlüssel dazu hat, dann muss man den Schlüssel, den kryptografischen Schlüssel für die andere Seite holen. Aber Realität ist, dass man die Schlüssel einfach vom Schlüsselserver herunterlädt. Aber was, wenn ich euch jetzt sage, dass es einen neuen Weg gibt, wenn ihr jetzt einen neuen Weg gibt, dass ihr netter zeigen könnt, dass es eine andere Person wirklich zu dem, diesen Schlüssel hat. Und der neue Vortragende wird einen Vortrag zu Clamchains haben. Also einen größeren Applaus für Marius Iskades und los geht's. Hallo, wir haben eine wunderschöne Einführung in unseren Vortrag bekommen. Das sind Clamchains und das ist ein moderner Schlüsselaustauschprotokoll und Implementation. Und die haben wir in Zusammenarbeit mit Leuten von der EPFL gemacht aus London. Und ich bin auch wieder von der Universität London. Und Clamchain ist eine dezentralisierte öffentliche Key-Infrastruktur, die privatsphärenfreundliche Verifikation von Menschen und Schlüsseln ermöglicht. Wir werden viel über Blockchain reden. Das ist natürlich aktuell ein Hype und Blockchains können in sehr vielen unterschiedlichen Applikationen verwendet werden, aber sie ermöglichen auch, haben auch viele gute Eigenschaften, die für öffentliche Key-Infrastruktur benutzbar sind. Sie können hohe Integrität für die gespeicherten Daten ermöglichen. Sobald die Daten in der Blockchain ist, können sie nicht mehr überschrieben werden. Wir können auch Authentizität verifizieren, weil die ganzen kryptografischen Signaturen und Hashing benutzt wird. Per Definition sind Blockchains dezentralisiert, also sind sie erreichbar. Man kann zu irgendeinem Bitcoin-Vollknoten hingehen und die Transaktion verifizieren. Und um Bitcoin runter zu zerstören, muss man alle vollen Knoten zerstören. Und es gibt auch diesen Proof of Work, damit kann man viele Tickets you get. Dann kriegt man mehr Tickets. So, die erste Generation von Blockchain basierte Public Key Infrastruktur ist das der Proof of Work von diesen Blockchains, zum Beispiel bei Namecoin oder Blockstack. Die haben Bitcoin-Kryptographie-Token benutzt, um Identitäten zu speichern. Das heißt, man kann Identities kaufen, man kann sie verkaufen und so weiter und sie gehören zu einem. Und das ist eine stärkere Abstraktion als PGP-Schlüssel, wie wir sie heutzutage verwenden. Und sie haben auch einen globalen Namensraum. Wenn wir die Identität in Namecoin haben, dann ist du das. Und jeder, der kann dich als Besitzer von der Identität erkennen. Aber es gibt auch keine Möglichkeiten, eine soziale Verifikation zu machen. Wenn jemand behauptet, Ali zu sein, dann wissen wir nicht, wer dieser Ali ist oder ob jemand dieser Ali ist. Alle Transaktionen sind öffentlich, das heißt, es gibt Privatsphäre-Implementationen, das heißt, man kann zum Beispiel durch die Transaktionen herausfinden, dass einige Identitäten zusammen verbunden sind. Es gibt einige Kosten, die bezahlt werden müssen, die beinhalten sind für Transaktionsfees und es ist ziemlich aufwendig, die ganze Transaktion, Proof of Work und es gibt eine große Latenz, es gibt eine gewisse Anzahl von Transaktionen, die inkludiert werden können und so weiter. Und dann kam die nächste Generation von Public Key Infrastruktur auf Blockchain, Keybase und Conex. Und die können von E-Mail-Providern verwendet werden, zum Beispiel bei Gmail. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben die Transaktionsblöcke durch ein Merkle-Hashtag
Prefix Baum ersetzt. Und for the providers, die Provider they publish about their users. Können Beweise über die Benutzer erstellen. Das heißt, wenn Gmail jetzt Kunix benutzen würde, könnte man den öffentlichen Schlüsselmaterial für einen speziellen Gmail-User herunterladen von deren Kunix-Server und hätte auch Beweise bekommen können, dass es derselbe Schlüssel ist, den andere bekommen zu diesem spezifischen Zeitpunkt. Das heißt, man kann es relativ einfach finden. Man weiß zum Beispiel, Ali@Gmail gehört zu Gmail, man kann dann dort nachfragen. Und es ist nur Google, der diese Struktur unterstützt. Man kann sehr effizient Beweis mit wenigen Kilobytes benutzen, dass es die richtigen Daten ist, die man bekommt. Aber andererseits gibt es keine Schlüssel-Zurückrufung. Das bekommt man später wiedererkennen, aber dann ist es vielleicht schon zu spät. Und außerdem, bis zu einem gewissen Punkt, zentralisieren sie die öffentliche Key-Infrastruktur wieder, was wieder neue Angriffe ermöglicht, wenn es ein einfach einzelnen Failpunkt, Fehlermöglichkeitspunkt ist. Und wenn der Server ausgeschaltet ist, kann man die PGP-Schlüssel nicht mehr bekommen für alle Benutzer. Und außerdem können sie Überwachung durchführen darüber, wer jetzt die Schlüssel bekommt und wer. Und es wird auch dieser soziale Graph aufgebaut. Der Merkle Binary Prefix Baum, den ich vorhin ernannt habe, ist ein Merkle Baum. Und die Besonderheit ist, um die Knoten zu sortieren, benutzen wir eine zuverlässige, verifizierbare, zufällige Funktion. Das ist eine Funktion, die einen eindeutigen Output erstellt, wenn man einen privaten Schlüssel hier gibt. Das heißt, stellt euch vor, wir haben einen privaten Schlüssel, der mit dieser Verifikation ist, und ich kann einen Output erstellen, der zufällig ist, aber wenn du einen öffentlichen Schlüssel hast, kannst du verifizieren, dass dies der eindeutige Output ist. Und diese Funktion kann, wenn man es auf Merkle-Bäume anwendet, kann man zeigen, dass jeder, der ein Zertifikat für den spezifisches Label hat, immer zu demselben Blattknoten in dem Merkle-Baum kommt. Und wenn zwei Leute kommen zu einem Provider und weil diese Property existiert, kriegen beide denselben Knoten. Claim Chains. Wie verwenden wir Claim Chains mit Merkle-Binärbäumen? Und wie verbessern wir uns gegenüber dem normalen Konix? Was wir anders machen ist, wir forcieren Dezentralisierung. Das tun wir, indem wir den Host des Users, indem der Benutzer die Claim Chain selber hostet. Es gibt also eine Claim Chain für den Benutzer oder für das Gerät oder für die Identität, die ein Benutzer nutzen möchte. Hier haben wir zum Beispiel Alice, Bob und Charlie. Und die haben alle eigene andere Ketten. Es gibt keinen Konsens. Also wir brauchen keine Blockchain darüber. Wir brauchen nur diese Struktur. Signieren sie mit einem Signaturschlüssel. Und das ist es. Jeder kann verifizieren, dass diese Sequenz gültig ist. Nun stellt euch vor, dass es irgendwo eine Gabelung in dieser Kette gibt, weil zwei gültige Blöcke von einem Block ausgehen. Das kann dann als eine Kompromittierung verstanden werden. Das könnte bedeuten, dass jemand meinen Signaturschlüssel bekommen hat. Oder es könnte sein, dass ich versucht habe, einen anderen Key zu erzeugen. Was wir auch machen ist, wir haben einen granularen Zugangsmechanismus, der auf Capabilities beruht. Die Besitzer jeder Claim Chain können regeln, wer die Claim Chain lesen darf. Und durch diese Nicht-Evokation können wir sicherstellen, dass alle denselben Inhalt bekommen. Nun brauchen wir einen Weg, um diese Informationen zu verbreiten. Weil irgendwie müssen wir wissen, wenn unsere Freunde ihre Chains updaten. Irgendwie müssen wir den Schlüssel verteilen. Und dazu führen wir diesen Mechanismus, ein Cross-Hashing, ein.
dort bauen wir ein Siegel ein des letzten Standes der Claim Chains unserer Freunde. Hier beispielsweise nimmt Alice ein Attest für die Blöcke von Bob und Guy Fawkes. Also includes a statement, but auch Bob hat ein Statement an einem früheren Punkt, dass er weiß, dass ein bisschen veraltet sein kann, aber dass er vom Konsens dieses Systems so we weiß. Have propagation of key updates in clicks. Damit haben wir also eine Propagation von Schlüsseln in Usergruppen, also wie Tratsch in der realen Welt funktioniert. We don't just append. Wir hängen nicht einfach kryptografische Signaturen an die Blöcke anderer User an, sondern wir bestätigen auch den aktuellsten Zustand ihres Weltbilds. Und wir nutzen diesen Mechanismus, um Freunde vorzustellen, sie in unser Web of Trust einzunehmen. Und gleichzeitig können wir dabei trotzdem die Privatsphäre unserer Claim Chains sicherstellen. So, claim chains eine weitere Eigenschaft von Claim Chains ist es, dass sie hohe Integrität besitzen und authentisierte Data Stores sind, also Datenspeicher. Weil die ganzen Signaturen, die dort passieren, das sicherstellen. Was wir in Claim Chains machen können, ist, wir können generische Claims abbilden. Control delegation, zum Beispiel für die Delegation von Zugänge, für Kontrolle eines Botnets oder für irgendwas, was man sich vorstellen kann. Gleichzeitig unterstützen wir auch die Privatsphäre dieser Claims, denn wir zeigen keinen Inhalt des Claims an, sondern signieren nur, dass er da ist. Es wird auch kein Inhalt über die Leser eines Claims rausgegeben. Das stellt dieser Capability-Mechanismus sicher, den ich euch nachher erklären werde. I could encrypt different things to different readers. Mit dieser Funktion könnte ich sogar verschiedene Dinge für verschiedene Leser verschlüsseln. Das heißt, alle bekommen dieselbe Sicht. Schließlich diese Cross-Signatures stellen sicher, dass die Clique, diese Gruppe, immer dieselbe Sicht auf das aktuelle Weltbild hat. Evidence that we can share with the world. Des Weiteren kann jede Claim Chain als selbststehendes Beweismaterial für sich genommen werden und widerspiegelt die ganze Chain. Now, with regard to also selbst. We've spent a lot of, we've done lots of work in um das Ganze auszurollen, haben wir viel Arbeit reingesteckt, zu analysieren, wie das Ganze skalieren kann, wie wir dort Keys verteilen können, mit welchen Bandbreitenanforderungen sowas möglich ist, wie lange es dauert, um das zu berechnen. Und diese Analysen, die wir gemacht haben, die findet ihr auf unserer GitHub-Seite. ClaimChain ist sehr flexibel und das funktioniert in föderierten Szenarien wie Conix oder auch in Standalone-Applikationen, wo man eigene Blöcke rauflädt. Und es funktioniert auch in Tratsch-Szenarien in einem offenen Peer-to-Peer-Netzwerk. So anyway, when you just include the proofs in the email, ist mir das Wort entfallen. Aber in einem Netzwerk, wenn man den Beweis, den man beweisen will, einfach anhängt, an einer E-Mail zum Beispiel, die man seinen Freunden sendet. We can do that in a very efficient way. Und das können wir sehr effizient tun, indem wir nur die Claims, die wir einem Leser senden wollen, einfügen, plus einige Beweise, dass diese Claims auch Teil unserer Claim Chain sind. Also eine Proof of Inclusion müssen wir dort mitsenden, die Metadaten. Nun kommen wir zu den Interna und ich glaube, wir haben da noch kurz Zeit dafür. Die Blockstruktur hat ein bisschen Versionsinformationen, ein Timestamp natürlich, die Blocksequenz, eine Nonce, die wir brauchen, um den Zusammenhang zwischen Claims und Capabilities sicherstellen, Claimchain-Metadaten, also die Identität, was dazugehört, was wir mit diesem Claim abbilden wollen, wie zum Beispiel ein Twitter-Handle oder sowas.
und einige öffentliche Schlüssel, die wir brauchen, für, um die Claim Chain zu betreiben. Es benötigt einen Public Key für das Signieren neuer Blöcke, für die verifizierbare Zufallsfunktion und den DH-Schlüssel, den wir für die Technik dort brauchen. Und zum Schluss, das Kernelement ist die Blockmap. Dort werden alle Claims und Capabilities gespeichert. Und natürlich die Verbindungen zu vorherigen Blocks. Damit können wir überhaupt erst eine Blockchain aufbauen. Und was ihr hier seht auf der rechten Seite, ist, alle diese Felder links werden signiert mit einer selbststehenden Signatur, so einem Stück Information, das wir eben an eine E-Mail anhängen können oder speichern können, irgendwo online in einem Datenspeicher, den wir sonst nicht als vertrauenswürdig halten würden. Und niemand kann diese Information verändern. Wenn jetzt ein Claim erstellen wollt, erstellt ihr einen Merkel-Baum und dann könnt ihr einen Cross-Hash für Bob erstellen. Dann müsst ihr zuallererst ein Label erstellen, das ihr für Bob von diesem Punkt definieren, zum Beispiel bob.riseup.net. Und wenn euch jetzt feststellen wollt, dass der Claim der oberste Block von ihm ist, dann müsst ihr eine Claim erstellen, denn der entsprechenden Funktion nimmt ihr bob.riseup.net mit einer Nonce, damit ihr die Zugangsbeschränkungen erstellen könnt. Dann erstellt ihr den Index von dem Leaf Node, wie ihr den Leaf Node in dem Baum speichert. Das ist, indem ihr den Claim Key benutzt und ihn mit dem String Lookup hasht und dann einen symmetrischen Verschlüsselungsschlüssel wieder, indem der Claim Key benutzt wird, um Encryption hinten dran zu hängen und dann das Ganze zu hashen. So, wir haben den Inhalt jetzt mit dem symmetrischen Schlüssel verschlüsselt, den wir im zweiten Schritt erstellt haben, und wir hängen auch den VRF-Beweis dran, um sicherzustellen, dass den Schlüssel, den wir im ersten Schritt erstellt haben, der einzige ist. Und damit erstellen wir den Blattknoten, der zu dem Crosshash für Props Kette existiert. Den speichern wir in unserem Baum. Nächstes Szenario. Wir wollen eine Möglichkeit für Guy Fawkes erstellen, damit er Bobs Crosshash lesen kann in Alice's, in der Claim Chain von Alice. Wir benutzen den Diffie-Hellman, um ein geteiltes Geheimnis zwischen Bob und zwischen Alice und Guy Fawkes zu erstellen. Und dann benutzen wir diesen geteilten Geheimnis, mit einer Nonce und einem Lookup, den Capabilitäts-Lookup-Schlüssel zu erstellen. Das ist der Index von diesem Lookup-Schlüssel, von diesem Fähigkeiten-Claim für den Zugriffsmöglichkeiten. Und die Nonce ist, um damit es eindeutig ist. Und damit es ein bisschen weiter versteckt, dass man nicht raten kann, und dann erstellen wir einen symmetrischen Verschlüsselungsschlüssel und dann verschlüsseln wir den Claim Key von dem blauen Leaf Node, den wir zuvor hinzugefügt haben, und mit dem symmetrischen Verschlüsselungsschlüssel aus dem dritten Schritt, sodass Guy Fawkes es in der Zukunft entschlüsseln kann. Das erstellen wir. Den Leaf-Knoten wird erstellt und in den Baum abgespeichert. Wenn Guy Fawkes nun diese Information oder herausfinden möchte, was die aktuelle Version von Bob in Alices Baum ist, dann wird er den Funktion rückwärts gehen. Er wird das geteilte Geheimnis berechnen und dann die Fähigkeiten symmetrische Schlüssel herausfinden, genauso wie Alice es ihnen berechnet hat. Und dann wird er zu Alices Claim im Baum, also den Merkel-Präfix-Baum gehen und dort entsprechend den Blattknoten herausfinden. Er wird dann den symmetrischen Schlüssel benutzen, um ihn zu entschlüsseln, und dann wird der Claim-Schlüssel für Bobs Claim
kann der berechnet werden. Soweit, wenn wir uns nochmal daran erinnern, der Claim-Schlüssel für Bob's Claim beinhaltet den Hash eines VRF, also eines verifizierbaren zufälligen Funktion. Bob's Claim. Verifiable Random Function. And decrypted. Und er wird dann Bob's Claim entschlüsselt. Er kann auch wieder den BRF-Schlüssel berechnen. And are we done? Und not sind wir jetzt fertig? Nein, noch nicht wirklich. Er muss auch noch den Beweis, den BRF-Beweis benutzen, der in dem entschlüsselten Claim beinhaltet ist, um zu verifizieren, dass der BRF-Beweis, den er bekommt, der einzige ist, den Alice erstellt haben könnte mit dem BRF-privaten Schlüssel. Wir sind jetzt ziemlich schnell durchgerannt, aber wieder, diese ganze Information ist in, den, in dem Artikel und den könnt ihr euch später anschauen. Also findet mich, ich habe noch mehr Folien, die erzählen, wie die ganzen Beweise funktionieren. Was ich noch sagen müsste, ist, dass der Schritt 6, wenn Guy Fawkes versucht, die Fähigkeitenblock herunterzuladen und das nicht findet, dann bedeutet das alles, Guy Fawkes noch nicht die Fähigkeiten gegeben hat, diesen Schlüssel, diesen the claim about Bob. Den Claim über Bob herauszulesen. Und in dieser Situation weiß Guy Fawkes nicht, ob dieser Block überhaupt existiert. Now, we've und wir haben diesen Vortrag für den 34C3 Resilience Track eingereicht. Wir verstehen, dass es ein akademischer Vortrag ist. Und wir würden gerne uns es ist wichtig, dass es ein starkes Verfahren ist. Und warum haben wir das gemacht? Zuerst haben wir Feld Research benutzt, um Leute gefragt, was sie brauchen. Hauptsächlich ein paar Pariser Forscher haben das gemacht. Und dann haben wir uns Projekte angeschaut und die Research-Probleme müssen zusammenarbeiten mit anderen, die auch daran arbeiten. Wir haben da mit einer deutschen Organisation zusammengearbeitet und wir arbeiten mit denen zusammen. Und wir haben Techniken benutzt, die schon häufig benutzt werden. Okay, sorry. So in Academia there is this in Academia gibt es diese Techniken, die aktuell benutzt werden und in applied research mit angewandter Forschung, die dazu führen wollen, dass alles formal verifiziert wird, den ganzen Code, den man verifiziert. Formal verifizierbar ist. Und für ClaimChain haben wir alle Sicherheits- und Privatsphärenmöglichkeiten definiert. Und unter welchen Situationen eine Linkbarkeit zwischen Blöcke haben, wegen diesen unterschiedlichen kryptografischen Inhalten. Und wir haben auch eine formale verifizierte Implementation der kryptografischen Komponenten in F-Stern. Das heißt, ihr könnt den Merkel-Baum und die WRF-Funktion in unserem GitHub-Repository finden. Und wenn wir jetzt auf Stabilität reden, müssen wir wissen, wie unsere Systeme skalieren. Und darum haben wir Simulationen mit Echtzeit, mit wirklichen Daten versucht, das mit einem geleakten E-Mail Directory von irgendeiner Firma. Das wird von der Academia häufig benutzt, um wenn eine echte Welt Kommunikationspattern verifizieren wollen. Das haben wir benutzt, um die Effizienz von dem Cross-Hashing-Protokoll verwendet, um den letzten, wie man den letzten Status übermittelt mit den, das Key-Material von heute. Für wie wir das ausrollen wollen,
ausrollen wollen. Yeah. Is very flexible. Es ist sehr flexibel, wie man das jetzt benutzt. Und wir haben jetzt, wir haben uns entschieden, also wir haben es jetzt noch nicht gemacht, aber wir wollen das Ganze implementieren wollen und den Benutzern ermöglichen wollen, es zu benutzen, müssen wir kompatibel sein mit existierenden Implementationen. Also zum Beispiel mit Usability. Und wir müssen auch viel darauf achten, dass es benutzbar ist. Wie Key Management wird Key Management in einer Art und Weise gemacht, dass die Benutzer nicht Fehler machen? Wie ruft man einen Schlüssel zurück? Wie kommuniziert man das mit einem Benutzer? Und wie können wir daran arbeiten? Und ja, das ist eine große Debatte, die hier drüber läuft, und leider haben wir das noch nicht gelöst. Wir haben darüber versucht, eine Struktur zu erstellen, die Fähigkeiten und die Eigenschaften zu erstellen, das Ganze zu simulieren, wie das funktionieren kann. Hoffentlich haben wir das Ganze hier schon zeigen können, weil wir haben ein paar Soziologen, wir haben Philosophen dabei, wir haben Kryptografen dabei, und es ist toll, dass wir europäische Projekte haben, die auf Privatsphäre und sichere Kommunikation abzielen und die dieses Wissen von den ganzen Teilnehmern aufbauen können. Und das ist auch zu offener Innovation. Das ganze Material, was wir erstellt haben, den Quellcode, ist öffentlich für die Öffentlichkeit, und jeder kann es sich anschauen, die Struktur benutzen und andere Anwendungen verwenden. Und darum können wir diese Claim Chains erweitern. Thank you very much for your time. Okay, wir haben here in the hall. Please line up next to them. Thank you again very much, Mariusz. We do have a question from the internet. Signal Angel, please. Yes. Soweit ich weiß, um dieses System zu benutzen, müssen beide diese Signatur machen, genau wie bei PGP, aber auch die Freunde darum bitten, Lesezugriff zu ihren sozialen Graphen haben. Ist es nicht noch schwieriger als PGP? Da liegst du richtig. Wir müssen immer noch diesen komplizierten Tänze und Zeremonien machen. Wenn du dir sicher sein willst, dass du wirklich die richtigen Aussagen zu einer anderen Person hast, dann kommst du nicht darum rum. Aber wir glauben, dass dieser Mechanismus von Vorstellungen, Let's see how it works. Ja. Wir werden sehen, wie gut der funktioniert. Das hier ist ein Teil unserer Simulation. Und was du hier auf der linken Seite siehst, was wir simulieren, ist das komplett dezentralisierte Szenario. In diesem Szenario hängen wir einfach Vorstellungen an E-Mails an, und wir sehen, dass es eigentlich funktioniert. Wenn man der Person vertraut, die einen jemanden vorstellt, dann können wir eigentlich sagen, das funktioniert. Dann haben wir einen guten Stand, dass E-Mails mit den richtigen Schlüsseln verschlüsselt rausgehen. Microphone number one, please. I'm interested in the expressiveness of your capability-based access model. Wie ausdrucksstark ist euer Zugriffsmodell? Wie wird Zurückrufen von Credentials verwendet? Unterstützt ihr das Schreibzugriff delegieren? Ja, das kann man alles tun. Was wir zum Beispiel auch erlauben, ist Checkpal Semantics.
And then you can do whatever you like threshold. Sackball-Semantiken, also man kann zum Beispiel Grenzwert-Trivokationen machen. Man kann auf dieser Struktur, die wir haben, aufbauen. Aber das haben wir noch nicht selber implementiert. Ihr benutzt SHA-256. Wie schwer wäre das auszuwechseln, wenn es irgendwann mal kaputt läuft? Weil wir eine Claim-Chain-Version in diesem Block einbauen, in dieser Struktur, dann denke ich, könnten wir das dort anbringen. Ich denke nicht, dass es einfach wäre. Mikrofon 3, bitte. Danke für einen tollen Vortrag. Ich wollte fragen, den Krypto-Anteil davon und der Schlüsselableitungsprozess. Warum benutzt ihr SHA-Hash-Funktion, um die Schlüssel abzuleiten und nicht eine Key-Schlüsselableitungsschlüssel wie HKDF oder PPKDF? I think it's for simplicity reasons. Ich denke, das ist der Einfachheit halber. Yeah. I don't have an answer on that. Probably what you suggest is better. Eine andere Antwort habe ich nicht. Wahrscheinlich ist dein Vorschlag besser und sprechen wir doch drüber. Unterhalten uns drüber. We have time for one more quick question from the internet before we have to close. Eine Frage aus dem Internet? Ja. Wie ist Privatsphäre des sozialen Graphs, also das ganze Cross-Hashing bewiesen? Ich habe das noch nicht wirklich verstanden. The privacy of the social graph. Die Privatsphäre dieses sozialen Graphen, how do we protect that? Wie wir die beschützen? The privacy of the social graph, the cross-hashing, how is this ensured? Wie wird die Privatsphäre im Cross-Hashing, So if you take a look at the way we unterstützt? Also, schau dir hier an, wenn wir einen Claim hinzufügen, dann ist der Inhalt dieses Claims, den wir in den Merkle-Baum einbauen, der ist verschlüsselt. Und er gibt keine Informationen über die Beschriftung oder den Inhalt dieses Claims raus. Und weil es dann diesen Capability-Mechanismus gibt, der nur einer bestimmten Menge von Lesern erlaubt, einen Crosshash zu lesen. Ich denke, genau deshalb können wir diese Privatsphäre gewährleisten. Thank you to everyone. Sadly, we vielen Dank alle. Leider haben wir keine Zeit mehr, aber Marie-Losch wird hier noch ein bisschen länger sein. Dann könnt ihr noch mal mit ihm, mit einem Chunk oder einem Bier nachfragen. Und vielen Dank, Marie-Losch.